die der Nachfolge ist, dann müssen wir auch nochmal neu bauen. Das Ganze. Genau, hörst du ja gleich. Doch, du kannst schon was machen. Mit dem Fass. Beeren reintun, Thatch reintun, Wasser auffüllen, geht nur mit dem Glasjar, mit dem Waterjar. Und dann, wenn dann so eine komische Brühe da drin ist, tust du ein Glas rein und dann ist automatisch Bier wird raus. Und das geht jetzt seit dem neuen Patch nur noch alle 6 Stunden. Ich habe gleich am Anfang was reingetan, Keksi. Mhm. Klar, das gehört auch zum Spiel selbst dazu. Einfach das Jar, das ganz normale Water Jar hier, das gehört zum Spiel selbst, das ist doch das erste, was man kann, direkt nach Water Skin. Das ist das Glas, wo du Cementing Pads für brauchst. Das hier, Water Jar. Mit dem kannst du auch nur das Wasser einfüllen. Voll machen, use Item und wenn dann das Item im Bier drin ist, kannst du dann das in das auch Bier einfüllen. Ist ein bisschen verwirrend, da wir auch die andere Mod gestern hatten, aber vom Spiel her selbst gibt es auch aber keinen Krug. Muss mal kurz Heme wegen Gewicht. Hickey live! Moin moin, grüß dich! Achso, ich muss in den Westen, nicht in den Osten. Was eigentlich nicht schlecht ist, wenn du so einen Käfig hast, kannst du sogar die Tiere so live einsperren. Ja. Oder du versteckst dich da drin. Wie auch immer. Kannst du den Käfig mit der Fernbedienung auf und zu machen? Boah. Warte mal. Moment. Ja, genau, da steht Glasjar, nicht Waterjar. Das haben wir. Deswegen gab es gestern schon ein paar Missverständnisse hier. Aber ja, es ist es. Jo, habe dir gern geholfen. Probieren wir mal. Das wäre perfekt, dann kann man die echte reinloggen. Wow. Boah, krass, Portable Falle. Moment, das wird bestimmt geil. Da können wir ein paar Tiere einsperren. Einfach so die ganzen. Einfach so 1000 Käfige hinstellen und die ganzen Tiere einsperren auf der ganzen Insel. Und dann, wenn wir sie brauchen, holen wir sie. Das ist toll. Das gefällt mir. Lass mich mal die Fernbedienung holen. Ich zeig euch mal gleich, von was Kekse hier redet. Auch neues Add-on hier. Und zwar gibt es eine Fernbedienung, mit der man die Türen auf und zu machen kann. Von der Ferne. Zack. Zu und wieder auf. Sprich, man kann mit dem Vogel halt da reinfliegen. Zack. Und ich. Normalerweise muss der das so unterstützen. Speziell die Tür. Das wäre halt lustig. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Nee, geht nicht mit dem Käfig. Ah. Geht bei allen Türen, die vom Spiel Stock sind, aber bei dem nicht. Geht's bei dem kleinen Käfig? Ich meine, da passt nichts rein, aber das ist ja vom Spiel selbst hier. Wie heißt das Ding? Das muss ich erstmal lernen hier. Wooden Cage. Mal gucken. Das wäre halt super, wenn das von der Ferne geht. Aber wenn du es aus der Luft machen kannst mit dem Vogel, ist es vielleicht auch nicht so schlecht. Schauen wir mal. Und zwar Wood Thatch Fiber. Gut, hätte ich mir denken können. Wood Fiber und Thatch. Wäre halt cool, wenn man so einen Käfig da hinmachen könnte, dass es dann automatisch zugeht, wenn was rein ist. So eine Art Falle, die zuschnappt. Ja. Anstatt Autoclose, sondern einfach so irgendwie. Per Lichtschranke oder so. Ich habe eine. Grüß dich erst einmal, Eric Master. Schön, dass du da bist. Hallöchen, guten Morgen.
Ich habe eine GTX 87 Ti. Also nicht mehr die neueste Karte jetzt. Sagte er, während ich hier mit einer 550 Ti sitze. Ja, ist er. Hast du auch Ti? Ti, Ti, passt doch, ist fast das gleiche. Ja, ja. Nee, man geht beim Käfig auch nicht mehr normal. So ein Scheiß, ey. So. Wenn ihr voten würden dürftet. In welchen Käfig sollen wir Schlitzi reinstecken? Oder was ist für Schlitz überhaupt gut genug hier? Welcher Käfig? Der kleine oder der große? Ich verspeise in der Zeit ein KitKat. KittyKat. Du Polo und KittyKat. Kein Product Placement hier. Wieder Kran essen. Furchtbar. German Tim, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Wie, echt? Findet man keinen Server, der nicht laggt? Das ist schade, das ist natürlich doof, ja. Also, in den größeren, aber ihr kennt's doch, Stützi. Er macht nur Schweinereien, hat nur Schweinereien im Kopf. Und in dem Großen kann er sich noch mehr austoben und Blödsinn machen. Also, er ist schon oft in den Kleinen gesperrt worden. Er musste sich nackig ausziehen, musste sich bücken. Und auf den nackten Poppes haben wir mit der Steinschleuder draufgehauen. Mit mehreren Leuten hier. Niki, mit Sternchen. Wenn er in den Großen soll, möchtest du dann in den Kleinen hier? Doch, der Kleine ist gut. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber kann sein, dass ich gleich umloggen kann, beziehungsweise das Spiel wechseln kann. Yay, geil. Dann mal doch jemand anders an die Wand hier. Das war aber richtig so, hast du verdient hier. Brax, grüß dich, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Aber dann könntest du kommen hier, Nikü. Du könntest erscheinen, um zu kommen in den Käfig. Ist das okay? Versuch's mal mit der Config. Also mit der kann ich wesentlich flüssiger spielen als mit dem normalen Kram. Ist es bei dir im Singleplayer auch so oder nur wirklich nur am Servern? Genau, die Config ist hier auf Performance ausgelegt, sind viele Sachen ausgeschaltet. Probier das mal und schau, ob es vielleicht besser läuft. Genau. Alles klar, Schlitzi, Config mit Karte nochmal. Also, in den kleinen Käfig, alles klar. Ich habe das mal hier zur Demonstration hingestellt. Schade, dass es nicht mit dem Range-Ding geht. Das ist so eine Fernbedienung, ihr könnt von der Ferne, könnt ihr die Türen auf und zu machen. Sprich, man kann etwas da reinlocken hier. Locken. Und das war ein bisschen zu viel hier, Black Knight. Zu viele Emotes hintereinander. Das mag Knighty nicht. Ja, sehr gerne, Pinhead, sehr gerne. Noch einen zufriedenen Viewer hier. Wenn der Stream schon nicht überzeugen kann, dann die Config. Tja. Da haben wir das Pub. Es wird dann, wenn Keksi Lust hat, nochmal einrichten hier. Sogar besser jetzt mit mehr Items. So, hier ist unser Fass. Das mit dem Bier dauert noch etwas. Aber es ist aber schon frech hier. Ja, Schlitzi. Das ist ja nicht so schlimm. Wenn du dann hier bist, kannst du dir auch deine eigenen Freunde basteln. Habe ich doch auch gemacht, weil alle immer so fies sind. Habe ich mir extra Freunde hergestellt, da, und sie in den Schrank gepackt, weil sie mir schon auf den Sack gegangen sind nach einer Zeit. Siehste?
Ja, da not irrigated. Muss ja nicht einmal direkt eine Leitung hin sein, sondern einfach direkt bei, wie so beim Crop Lodge, schätze ich mal. Da steht da, not irrigated. Müsste gehen. Probierst du mal mit diesem, mit dieser Sprenkleranlage da. Direkt reinlegen oder mit dem AOE-Dings da? Hast du große Käsefüße hier? Warte mal, ich baue mal noch so ein kleines, ist ja lustig. Tu mal ein paar Fallen da reinklatschen hier. Ehrlich, Nippel, grüß dich, schön, dass du da bist. Wieso baut eigentlich kein Modder? Wieso baut eigentlich kein Modder einfach einen Käfig, der nach oben aufgeht? Um einfach die Tiere reinzuwerfen. Aus Stein, aus Metall, aus Holz, bisschen schwach, aber einfach oben mit einer Klappe. Bitte. Vielleicht ist da einer unter euch. Da könnte man einfach ganz, ganz viele Leute da reinwerfen. Und quälen. Tiere da reinwerfen und zähmen. Ich hab gerade hier was verwechselt und so, ne? Ist ja klar. Ja, natürlich. Ja. Kos einem Lupina. Lupina, merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so, ganz frech. Aber ganz frech. Das bekommt er ja nicht mit. Das sollte man machen. Keksi frisst dann Gexü, wenn Gexü wieder frech ist. Ich bin nie frech, Ficky mit Sternchen. Ich bin immer ganz, ganz lieb. Mm. Ja, bitte? Naja. Nix? Wie meinen, Herr Mott? Nö, nix, alles schön. Hast schon recht. Ist er? Vielen Dank. Was denn hier? Weiß ich jetzt die Koordinaten nicht auswendig, aber es bestimmt weiß es jemand aus dem Chat, wo wir wohnen. Hans Schlitzi. Einfach rechts. Rechts mittig, etwas weiter unten ist so ein kleines Schneegebiet. Ganz, ganz klein. Und da ist die Höhle. Rechts Mitte. Kleines Schneegebiet und da so ein kleiner Punkt und da ist die Höhle. Wenn ich schlafe, habe ich perverse, habe ich nette Träume, dann bin ich nicht lieb. Also müssen wir quer aufstellen, vielleicht geht es ja einfach im Moment. Geht das so, wenn ich es hier so aufstelle? Ja, einfach nach dem Schneegebiet schauen hier. Geht das hier? Ja, geht. Ich bereite schon mal die Ankunft von Schlitzi, Hans und Gutti vor. Also. Kann ich den großen noch zumachen dann? Ja, also. Da können wir ja sogar noch ein paar reintun. Das ist ja echt geil, ey. Wow. Da bin ich ja gespannt. Da können wir noch so viele Sachen machen hier. Also natürlich nur nette Sachen. Mit euch. Aber nicht. Jetzt kommt wieder der Nebel schon zum zweiten Mal heute. Schlitzi freut sich schon, schau. Ja, was kochst du denn Leckeres? Was gibt's denn Leckeres bei dir heute? Okay, das geht nur in der Höhe. Ist nicht perfekt gesnappt hier. Hier geht's auch am Rand. Etwas weiter rüber. Ne, hier geht's nur hier, da kostet nur zwei rein. Das macht ja nichts, das passt ja.
Naja, und hier ein Futternapf, den sie nicht erreichen können hier. Senfeier mit Kartoffeln geben. Yay, lecker. Lecker hier. Dann lass es dir schmecken und viel Spaß beim Zubereiten. Ficke mit Sternchen, bitte beruhigen Sie sich. Eine Schelle gibt es nicht für Gags. Wenn, dann für Sie mehrfach. Ja, super hier. Also, Keksi, du kannst ja mal nachher testen, ob das, ob die Käfige funktionieren. Was? Ja, was? Ich werde die reinkommen. So. Okay. Also, die Ankunft der neuen Leute ist ja eigentlich schon vorbereitet hier. 5 Stück können einen Käfig im Käfig hier. Saugeil. Hammer. Siehst du das gerade? Ja. Das geht ja, Patty. Perfekte Idee. Schlitzi und Niki in einen rein. Direkt. Du spielst nicht, aber du würdest bestimmt gerne. Da bin ich mir sicher, aber ganz sicher. Schade, dass man nicht aufeinander stellen kann, noch ein paar Käfige. Das wäre super. Oder super. Nee, da kommt man da nicht mehr hin, wenn man... Okay, das passt. Also optimale Platzausnutzung. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich will noch so viel machen auf dem Map, ich weiß gerade, wo ich anfangen soll. Am Anfang? Hm. Meinst du? Ja. Immer mittendrin geht auch. Alles klar. Ich freue mich auf 2-3-3. Wegen neuen Dino sieht aus wie so ein Raptor wieder, nur mit so einem langen Hals. Aus Jurassic Park ist der sogar, habe ich gesehen. Und mit einem Dreiersattel. Mit einem Dreiersattel. Schon von Anfang an. Schon ein Schlitzohr hier. So. Perfekte Kreation. Überlege ich gerade hier, ob ich das nicht gleich direkt testen soll mit der Mod. Es wird 30 Minuten dauern. Könnte man... Also, Problem, das Hauptproblem haben wir hier gerade. Wir können keine Jerkies mehr herstellen. Am Anfang hat das alles wunderbar funktioniert. Ich habe 2 Preserving Bins aufgestellt. Ganz normal Öl, Spark Powder und Fleisch rein. Wunderbar, alles gut. Dann habe ich die 2 Preserving Bins abgerissen, habe dann 7 neue hingestellt, da ich mehr Jerky haben wollte und seitdem geht es nicht mehr. Sogar auch extra eine Mod drauf getan, die nur für Jerky zuständig ist und trotzdem geht es nicht mehr. Hier, 2 Sachen, die nur für Jerky zuständig ist. Also Kibble Cooker heute probiert, ist schon krass, was wir Matzes brauchen mit dem 5-fache Eier, ist schon heftig. 5 Eier für einen Quessel Kibble. 5 Eier für einen Quessel Kibble. Paar, keine Ahnung, 50, 60 Fleisch, paar 100 Beeren und noch Gemüse alles, aber es, so kann man halt alle Kibbel machen. Ja. Ist diese Allianz, Tribe-Allianzen sollten schon mit den letzten mehreren Patches kommen hier. Sind die nicht jetzt mit dem letzten gekommen? Warte, ich schau mal kurz. Ne, 2-3-3. Tribe-Allianzes, okay. PvE und PvP. Ich freue mich auf den Gallimimus. Und New Weapon. Wie heißt das Vieh? Gallimimus. Und New Electric Weapon. Electric Prot Stunner Weapon. Ja, wie? Ist das so ein Stromschlag oder was? Wie heißen die Teile? Elektroschocker? Elektroschocker, sowas, oder? Keine Ahnung. Dann gibt es New Armor. Hey, neue Rüstung. SWAT-Style Assault Armor Tier. Ist es höher als Flak? Ja, wird's wohl sein. Boah. Darauf freue ich mich hier. Ja, das wird das Polymer. Hundertprozentig wird das Polymer. Oder was noch Krankeres. Obsidian.
Ach Gott, echt? Ach, ist der echt so eine... Boah, kann man die dann an... Sieht aus wie so eine Minigun hier. Von was Doom. Was zur Hölle? Du Scheiße. Die haben jetzt sofort. Kann man dann die Tiere elektrisieren? Was ist denn das? Das Ding so. Im Hintergrund. Wow. Wir brauchen sowas. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir brauchen sowas. Gehst du zum Giga hin und grillst ihn? Kannst du damit auch Bäume abfackeln? Mit dem Elektroschocker lässt sich Kreaturen und Spieler temporär außer Gefecht setzen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Ja, what the fuck? Danke dir, Execute. Nee. Pervers alles. Schon pervers hier. Wow. Respekt. Du Ma- ja, also das Vieh schaut schon sehr, sehr komisch aus. Hat halt so einen langen Hals irgendwie. Da. Und mal, schauen wir uns das mal an hier. Da. Ja, ich kann mich an die Szene erinnern aus Jurassic Park. Schon ekelhaft. Aber Hauptsache, man kann drauf reiten, hat einen Dreiersattel. Schau mal, wie groß im Vergleich zum Rex hier. Gut, der Rex ist jetzt im Hintergrund. Ist aber schon hoch. Schau, hier ist der LKW. Doch, das ist sogar höher. Schaut aber aus wie ein Strauß irgendwie, ein bisschen. Ja. Gallimus. Okay, ist schon, ja. Nicht so groß, was da im Vergleich zum Rex. Hey, Eisfedermeier, grüß dich. Stimmt, wir stammen hier alle von Affen ab, das vergisst man immer wieder. Hier, Adigov. Was wollte ich jetzt eigentlich primär machen? Erstmal ausladen den Quessel hier. Nein. Und dann noch die ganzen anderen Sachen. Wo ist denn der Quessel? Ach, da hinten. Der Keksvogel. Aber seitdem der Uviraptor da ist, ist krass, was die legen. Also, Hammer. Da habe ich es jetzt schon ein paar Mal eingepackt, aber nochmal umpacken. Keine Lust jetzt. Aber ist gut. Gefällt mir. Es müsste so eine Taste geben, dass man, die man drücken kann. Und dann soll man das Max-Gewicht einfach aufnehmen, was man hat. Dass man ja noch gehen kann. Klick, drücken, fertig. Stimmt, hat gar nicht mit dir gesprochen, Eisfeder Miau. Hat gar nicht mit dir gesprochen. Also du möchtest, dass wir die hängenden Kühlschränke wieder wegnehmen und die hängenden Kabinettskekse, sagst du? Halt, warte, was? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das okay ist hier, was du da so möchtest. Ich wiederhole, halt, warte, was? Warum denn? Wo schaut denn... Achso, du meinst im Quasar-Kottl? Ja, den muss ich mal wieder ausräumen. Bin ich gerade dabei. Aber dieses tausendmal hin und her latschen wegen Gewicht ist halt schwierig. Ich würd gerne einen Dodel und Sattel geben. Gewichtssattel, dass ich mit dem hin und her laufe. Mitten ins Haus reinbringe. Es sollte eine Taste gehen, die man drücken kann. Ja, so fängt schon mal an. Schlecht wäre es ja nicht, ey. Ja, bestimmt viel zu OP, die Taste. Ja, die man sogar drücken kann, das wäre schon krass. Ach, die schönen Tiere, ja. Die laufen ja wieder durcheinander, wenn sie angegriffen werden. Und wir haben ja noch nichts wirkliches da als Verteidigung.
genau, schon 2 Stunden hier Erz aufräumen, 5 Tage. Ja gut, wenn wir jetzt den Mod rausnehmen, haben wir das Erz eh nicht mehr. Aber wenn es dann nicht geht, was machen wir dann? Machen wir einen Reload oder? Ja, dann machen wir schon mal. Also wir bräuchten ja nur 30 Minuten. Oder ne, 45 Minuten dauert das Ganze. Stimmt, 45 Minuten. 30 Minuten beim normalen. Egal, ich stimme einfach mehr das hier testen. Fabi, merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Lee Kevin, merci dir auch für dein Follow. Hab Spaß. Genieß auch du die Show und auch für dich. Liebe Grüße aus München. Direkt nach Hause. Einfach so ganz frech, aber ganz frech. Ins Gags Chaos, glaube ich, kann niemand Ordnung reinbringen hier. Nicht wirklich. Das habe ich schon probiert, Ben. Michelle Topia, cooler Name. Merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und auch für dich, liebe Grüße aus München. Direkt nach Hause, ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Oder Freundin. Bei dem Namen. Wieder Fettnäpfchen gleich hier. Ja. Aber gab noch keine Beschwerden heute mit Freund. Ja, ist mehr als Ordnung, gell? Also meinst du, sollten wir das mal machen mit dem Test? Live auch hier, weil sonst, offscreen habe ich ja keine Zeit für das. Dann könnte ich ja ein paar Wochen nicht streamen, nur um das herauszufinden. Das wäre auch nervig. Ja, so ein wenig, so ein wenig. Callisto, moin moin, grüß dich. Und WB Landboy. Ja, unser Hauptproblem, Jerky wird nicht mehr hergestellt. Aber irgendwas hat auf jeden Fall das Verhältnis geändert hier mit dem Spawn und ganzen Schwammern wegen dem Verbrennen hier. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Mal kurz den Server vorbereiten. Hab ich doch. Schlitzi, ohne Scheiß, hast du nicht bekommen hier. Schlitzi, hab ich doch die Daten. Wie, sind die echt nicht angekommen? Schau doch mal bei andere. Gamer Niklas, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München, schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so, ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Mal kurz schauen, Mods. Das müsste die zweite, wo nicht alle markieren, Alter. Die zweite müsste das sein. Oh, ich brauche mal hier Mods, wo ist das? Hör mal auf zum Motzen, Keksi. So geht das da nicht. Da hast weiter. Du Mods. Hab gern geholfen. Aber. Okay, ich muss die mal kurz raustun hier. Warte, was schreibt der andere? Found one more. Also, now I can make jerky in the bin. When I try to make kibble with the jerky, it does not work. I have triple checked. It should make kibble before the fix using give item get jerky. It make kibble at the cooking pot. Ja, müssen wir mal schauen. Muss ich halt mal kurz rausnehmen, die Mod. Gex, könntest du die Nacht wieder kürzer machen auf Valhalla? Ist doch dort bloß eine Stunde die Nacht. Ja, Hans, Schlitzi, Guti, Uschi, Buschi, Kuschi, Uschi, Baschi, Tessi. Habe ich die Daten geschickt hier? Ja. Fetti.
Ja, muss ich mal rausnehmen dann. Also machen wir mal kurz ein Backup hier. Save World, Enter. Und tun dann den Server neu starten. Und schauen, ob das funktioniert mit dem blöden Ding da. Ja, müssen wir mal kurz machen. Anders geht's halt nicht. Wir kriegen halt kein Jerky. Keine Ahnung, das ist halt sau dämlich. Ohne Jerky. Dann werden wir das mal rausnehmen. Ich backup vorher nochmal die Game User. Type das. Zack, zack. Ja, Ziel ersetzen. Also machen wir das ruckzuck. Braucht hier nur eine Minute. Bin ja Boss von allen Servern hier. Okay. Ist schon raus. Jetzt muss ich erstmal das Backup machen, bevor ich starte. Also SafeGam 008 ist das aktuelle Keksi. Zack. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Fertig. Ist gebackupt. 1 zu 1 jetzt, so wie es jetzt ist. Und dann hochfallen lassen. Jo. Das kann ja was werden, Keks. Ich bin ja gespannt. Rechte Maustaste kopieren. Einfügen. Jo, ist nicht mehr drin. Wunderbar. Also was wir jetzt gemacht haben, zum Verständnis an euch, weil ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Wie gesagt, wir können Jerky nicht erstellen. Geht gar nicht mehr. Wieso, weshalb, warum, wissen wir nicht genau. Und deswegen, also wir vermuten, dass es vielleicht doch die Stackmod ist. Es gab schon mit einigen Stackmods Probleme. Bei uns hat es aber geklappt. Die ersten zwei Tage konnten wir Jerky herstellen. Ganz normal Öl, Spark Powder und die beiden Cooked Meats ins Preserving Bin rein. Ging alles, aber dann ging es auf einmal nicht mehr. Und ja, jetzt habe ich mal die Stackmod rausgenommen. Das heißt, wir verlieren jetzt alles, müssen neu farmen. Das ist ja kein Problem. Müssen aber schauen, dass wir das Jerky machen können. Wenn es funktioniert, lassen wir es. Und wenn nicht, tue ich die Stackmod wieder zurück und gut ist. Tu mal halt einen Reroll machen. Dauert ja nur eine halbe Stunde das Ganze. Wir zocken ganz normal weiter einfach. Die Nacht dauert jetzt 30 Minuten oder so. Könntest du die Nacht wieder kürzer, also soll ich sie noch kürzer machen? Dass sie weniger dauert, weil 30 Minuten ist doch nicht lang. Verstehe ich halt nicht, ist es zu lang oder was? 30 Minuten. Das Geile war heute, habe ich eingeloggt, gespielt und so nach einer Stunde dachte ich mal, schaue ich mal auf die Uhrzeit im Spiel. 9.12 Uhr und in echt war es 9.12 Uhr. Dachte ich schon. Ja, voll geil hier. Voll geil. Also die Stackmod haben wir rausgenommen und testen das jetzt mal. Das heißt, ist alles weg. Aber für die Tests hole ich die Sachen einfach schnell wieder. Und mache dann ganz normal weiter im Spiel. Alles, was ich mache, verliere ich ja nicht. Mal gucken. Kriegen wir hin. Und da ich ja die Kontrolle habe über die Server, kann ich das ja machen, wie ich will. Und das ist ja momentan ein Shigo Islands Test Server. Unser Sea Island Server läuft, unser Valhalla Server läuft. Und deswegen... Deswegen ist der... Shigo Islands Tester war noch nicht für euch freigegeben. Der findet sich noch in der Alpha-Beta-Gamma-Phase. Einige Mods werden noch geändert. Ab und zu ist er offline und so weiter. Oh, was heißt der erste Name? Nie. Kannst du das lesen, Keksi? Nein. Sei YouTube. Also N16TH8YT3 und Tim Gebauer. Merci euch für euer Follow. Habt Spaß, genießt die Show. Und liebe Grüße aus München. Schicke ich euch direkt nach Hause. Einfach so ganz frech. Aber ganz frech, meine Freunde.
Nightbite. Alles klar. Nightbite, dann Nightbite. Danke dir. Firefly, Fatality, Flawless Victory. Alles klar, danke dir. Bist du denn auch ein Tim Ben? Liebe Grüße aus Landsberg. Ey, Landsberg. Direkt um die Ecke. Dann grüße direkt nach Landsberg. Ich bin mal schnell 60 Sekunden schiffen. Dazu muss jemand im Chat Ausrufezeichen schiffen eingeben, dann darf ich schiffen. Ach, der Server ist eh schon wieder da, so ist ja alles kein Problem. Trotzdem würde ich trotzdem schnell schiffen gehen wollen. So. So, jetzt haben wir den Server neu gestartet, haben die eine Mod rausgetan und testen dann weiter. Ja, dann musst du nicht schauen, Biernerd, wenn dir langweilig ist. Ich geh schiffen. Thank you.
auf 30? Also guck mir auf 30, habe ich ja gerade gesehen hier. Alter. Ja. Schleicher, grüß dich, moin moin, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Hallihallo. Öl geht aber 100, sehe ich da. Das passt ja. Nee, muss ja nichts. Bark Powder ist ja nur dafür da, dass es hier angeht, hier der Preserving Bin. Jo, alles senkrecht hier. Gamecrafter, servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Okay, also in dem einen Teil hier. In dem einen Teil kriegen wir in... Wow, sind ja schon 6. Da geht Keksi. Schon da? Geht. Geht. Jerky ist schon da. Also gleich ein fröhliches Farmfest, wa? Ja, verlieren tun wir eher, das ist ja kein Problem. Also das heißt, wir können ja eine andere Stack-Mod drauf tun, wir müssen nur entscheiden, wer welche. Das war jetzt die aktuellste halt, aber es jetzt schon! Electric Smoker, also es funktioniert, wir kriegen das wieder. Also das hier kommen in, die Mods werden wir eher runterhauen, das ist nur zum Test hier. Hier kommen in 45 Minuten 6 Stück und im Smoker geht sofort. Boah. Ja, okay. Ja, dann ist es ja eindeutig, dass ich fertig rausfliege. Okay, dann ist es eindeutig die Stack-Mod. Ja, dann versuchen wir noch nur mal Just for Fun beim Lagerfeuer. Ja, aber das ist. Ja gut, das ist ja dann normal. Lagerfeuer ist auch nicht mehr da. Also ist es schon von der Mod gewesen extra. Ah, okay. Auch wegen mehrere Plätze, Slots und so. Okay, es geht mit Jerky. Okay, haben wir schon mal. Jerky cheat eindeutig. Also klappt. Ist unser normales Jerky auch ganz weg? Nee, aber Kibble ist da. Hey, Kibble und Longgrass ist da. Also das ist nicht von der Mod gewesen. Wow, geil. Ah, super, die ganzen Gräser sind noch da, oder? Ja, nicht wirklich. Nicht, aber Longgrass ist noch da. Die anderen nicht. Warum macht er nichts? Reicht ja erstmal Longgrass. Von Anfang. Okay, also lag es wirklich an der. Also das kommt ja wieder weg. Das kommt weg. Das kommt auch wieder weg. Das sind zwei Mods, die brauchen wir nicht mehr. Ja. Das bleibt jetzt hier, das Ding. Krass. Und die... Ja, wollt ihr, dass wir das live machen? Hier kurz schauen nach den Mods, also nach einer neuen Stack-Mod und ob wir das hinkriegen. Oder soll ich das einfach offline machen? 10 Stunden lang. Mach's eh live. So. Schon hier. Die Wahl lassen. Ja, das ist diese falsche Hoffnung auf eine Entscheidungsmöglichkeit. Aber die Kibbel haben wir noch hier. Quessel-Kibbel ist noch da. Alles ist noch da hier. Das ist nice. Jo, dann machen wir das hier. Wir wollen dabei sein. Da können wir ja gemeinsam entscheiden. Jo, können wir machen. Ist kein Problem. Weil ganz ohne ist es schon etwas krass. Oder sollen wir es ganz ohne lassen? Was sagt ihr? Nee, komm. Wir können doch nicht, wenn wir da einmal mit einem Vogel eine Runde Fleisch farmen, sind wir doch 2 Jahre dabei. Problem ist, wenn... So kann uns eigentlich nichts mehr was anhaben, wenn eine Stack-Mod dann weggeht, ist das scheißegal. Und das sieht uns ja nicht, weißt? Tut auch wieder. Wir haben da immer Probleme sonst mit. Auf jeden Fall tue ich die 2 Mods da raus, die anderen. Stimmt, Ben, hast du recht, ist eh scheißegal hier. Killground.
Merci dir für dein Follow. Hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause. Einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund. Okay, ich hab...